16. November 1942, kurz vor Mitternacht. Unser Mann am Horchposten, Öldorp, hat beim Rundhorchen Kontakte festgestellt und das Ganze in Marinequadrat 454. Letzte gemeldete Position war ungefähr hier in diesem Bereich, circa 70 Kilometer von unserer Position entfernt. Entscheidung des Kommandanten: Auftauchen und mit Dieselmaschinen in Richtung des feindlichen Konvois vordringen. Gemeldete Schiffe waren, glaube ich, 15 bis 34, also da dürfte einiges geboten sein, und praktischerweise befindet sich das Ganze auch in unserem zugewiesenen Patrouillengebiet. Also sehen wir zu, dass wir was vor die Rohre bekommen. Es handelt sich bei der Kontaktmeldung um einen westwärts fahrenden Konvoi. Wir versuchen jetzt mal gewissermaßen einen Abfangkurs zu steuern. Letzte gemeldete Position, letzte Horchmeldung war in diesem Bereich. Das dürfte ungefähr dem Kurs des Konvois entsprechen. Die Standortbestimmungen waren natürlich erstmal relativ ungenau. Deswegen würde ich sagen, wir lassen hier nochmal rundhorchen. Beziehungsweise es sollte ja genügen, auf Seerohrtiefe zu gehen. Das dürfte in jedem Fall eine gute Idee sein. Wir warten vielleicht aber gerade noch einen Moment ab, bis die Druckluftreserven wieder vollständig aufgefüllt sind. Elektrokompressor läuft. Lenzpumpe machen wir auch einmal an. Sichtverhältnisse sind miserabel. Von daher ist es sowieso aktuell ziemlich ratsam, auf Tauchstation zu gehen. Sonst kriegen wir das ja gar nicht mit. Die könnten theoretisch jetzt jeden Moment hier aufploppen. Sollte nicht der Fall sein, wenn der Kurs halbwegs richtig berechnet war. Schrauben machen Umdrehungen für 17 Knoten, 18 Knoten, äußerste Kraft voraus. So sollten wir zumindest in der Lage sein, uns vor den Konvoi zu setzen. Der Alte ist auf der Brücke. Okay, wir müssen jetzt einfach einen kleinen Moment abwarten. Wegen den Druckluftreserven. Wir werfen hier nochmal einen aus der Koje und kontrollieren mal ganz kurz hier das Boot. Letzte Aufnahmesession ist jetzt halt auch schon wieder eine ganze Weile her bei mir. Mit den sommerlichen Verhältnissen und so weiter habe ich tatsächlich 2 Wochen Pause gehabt. Ich muss mich selbst erstmal wieder ein bisschen orientieren. Okay, mit den Vorräten sieht es gut aus. Oh, das bringt mich gerade auf einen Gedanken. Wie war das hier nochmal mit der Kombüse? Ah, das ist das. Ich weiß, das schleppe ich jetzt schon ewig mit mir rum. Aber das liegt einfach daran, dass ich immer so viel vorproduziere. Das verdammte Kombüsenlicht. Entschuldigt, Leute. Ich lese da schon alles. Aber es dauert halt unter Umständen immer eine ganze Weile, bis ich da mal drauf reagieren kann. Okay, gut. Habe ich tatsächlich übersehen. Irgendwann habe ich mal die Beleuchtung hier ausgemacht. Und seitdem musste unser Smooth hier im Dunkeln die leckeren Speisen zubereiten. Okay, Asche über mein Haupt. Mein Fehler. So. Das sieht doch gleich viel besser aus. Okay, was hatten wir noch? Frage Torpedos. Bugtorpedoraum. Okay. 3 Aale verballert. Stimmt. Langsam kommt die Erinnerung zurück. Gut, das passt. Sind wir soweit erstmal handlungsfähig. 9 Aale vorne und hinten, glaube ich, haben wir noch keinen rausgeblasen. Da sollten wir hier noch volle Kapelle dabei haben. Ja, ein T3 ist geladen, T5 also Reserve. Nicht so schlecht. Okay, Blick auf die Karte. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen langsamer machen hier. Wir gehen jetzt mal auf langsame Fahrt. Druckluftreserven, das riskieren wir jetzt. Also nicht, dass wir den irgendwie, dass die uns hier auskommt, der kann ja auch nochmal einen Kurswechsel vornehmen. Wir gehen jetzt mal auf Seerohrtiefe. Wir müssen uns dringend mal umhören. Wahrscheinlich bin ich jetzt sowieso schon ein gutes Stück zu weit gefahren. Wir werden es gleich feststellen. Richtig dicke Nebelsuppe hier. Ist kein Alarmtauchen übrigens, ne? Wir haben jetzt keine Eile. Jetzt dürfen sie gleich hier umkuppeln auf E-Maschinen.
Desmond sieht endlich wieder, was er dazu bereitet. Sehr gut. So, Boot taucht. Und dann hoffe ich mal, dass wir hier gleich Meldungen bekommen. Wir teilen dem Öldorp direkt hier noch einen Matrosen zu. Jetzt laufen die E-Maschinen. Okay. Dann lassen wir uns mal überraschen. Ich schätze mal, dass wir die jetzt ein gutes Stück überholt haben. Könnte auch gut möglich sein, dass die jetzt schon gar nicht mehr in unserer Horchreichweite drin sind. Wir werden einmal kurz stoppen. Dann geht die Horchreichweite auch gleich nochmal ein Stückchen hoch. Also aktuell haben wir sie leider verloren. Schnorchel ausfahren. Trotzdem weiterhin mit E-Maschinen fahren. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Und dann fahren wir mal hier quasi zurück und ihm hoffentlich entgegen, dem Konvoi. Alle Maschinen stopp. Ah, das ist jetzt schwer einzuordnen. Hier war die erste Standortmeldung. Hier hatte ich ihn dann nochmal. Und wenn er sich hier nicht in der maximalen Horchreichweite befindet, dann hoffe ich mal, dass er nicht irgendwie quasi abgebogen ist. Oder wir waren doch nicht schnell genug. Wobei wir mit AK über Wasser marschiert sind, 18 Knoten. Erfahrungsgemäß kann man damit jeden Konvoi einholen und überholen. Ich vermute dennoch, dass er uns davongefahren ist. Dummerweise aus dem Planquadrat raus. Das hat uns aber nicht weiter zu stören. Okay, ich würde sagen, dann müssen wir hier ein bisschen auf die Suche gehen. Nochmal auftauchen, über Wasser weitermachen, schnelle Marschgeschwindigkeit, die Batterie nebenbei auch wieder laden und dann einfach regelmäßig rundweichen. Wechseln auf Dieselmaschinen, Schnorchel wieder einfahren, beide Maschinen große Fahrt voraus. Dann mal ein Stückchen in diese Richtung und direkt wieder rundweichen. Das ist jetzt super ärgerlich. Ich versuche mal kurz mein Glück. Okay, Planänderung. Der Konvoi ist mir tatsächlich mehr oder weniger durch die Lappen gegangen. Fast durch die Lappen gegangen. Wir haben jetzt hier mal umdisponiert. Unterwassermarsch mit Dieselmaschinen und Schnorchel, um immer mal wieder schnell horchen zu können. Verzeihung, Bordhund Heidi kennt ihr ja bereits, zumindest akustisch. So, also wo stehen wir? Kleine Fahrt voraus, Schraubengeräusch, kleine Gruppe 1, das ist gerade eben noch dazugekommen und das würde ja fast so aussehen. Moment mal, wieso geht das hier so schnell? Was ist denn hier los? Ich lasse doch nicht schneller laufen. Moment mal, haben die sich jetzt aufgeteilt? Ich bin mir zu 99,9... Ja, ich bin mir zu 100% sicher, weil hier war die erste Horchpeilung. Werden die gerade gejagt von dem deutschen U-Boot? Kann das sein? Schaut mal, die haben ja komplett ihre Fahrtrichtung geändert. Den Generalkurs und nicht irgendwie so einen kleinen Zacken eingebaut, sondern die haben umgedreht. 15 bis 34, das ist unverändert. Und hier haben wir noch einen neu dazugekommenen Horchkontakt von einem Schiff oder einem Boot. Was ist denn da los? Das ist ja ganz merkwürdig. Müssen wir uns anschauen. Große Fahrt voraus. Jetzt waren wir so schön auf Abfangkurs. Und jetzt drehen die auf einmal um. Okay, jetzt wird es interessant. Wir hatten ja schon öfter mal irgendwie merkwürdige Begebenheiten. Das ist jetzt nochmal was Neues. Dass ein Konvoi wirklich seinen Kurs quasi um beinahe 180 Grad dreht, hatten wir so, glaube ich, noch nicht. Es würde natürlich naheliegen, dass die von dem U-Boot angegriffen wurden. Wobei, wenn wir einen Konvoi angreifen, dann fangen die alle an zu zacken, aber die drehen quasi nicht komplett um. Also das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Okay, schauen wir mal, dass wir da irgendwie hinterherkommen.
Und die sind schnell. Und wieso fahren wir nur 7 Knoten? Achso, weil wir nicht aufgetaucht sind, ne? Ja, gut, okay. Kriegt Eisenecker jetzt hier nochmal, der ist nämlich an den Dieselmaschinen, der kriegt nochmal ein bisschen Verstärkung hier. So machen wir zumindest 8 Knoten. So, dann brauche ich auch gerade mal jemanden. Ach nee, der ist schon am Kartentisch. Okay, gut. So kommen wir schon dran. Ich frage mich nur, was es mit diesem Einzelfahrer hier auf sich hatte. Der ist ja quasi in diese Richtung abgebogen, wenn man so will. Er macht einen ganz anderen Kurs. So, jetzt kommen wir nah dran hier. Das Spiel stockt so ein bisschen. Deswegen dürfte hier gleich ein bisschen was auftauchen. Mal ganz langsam. So, Horchkontakt ist weg. Der sollte hoffentlich gleich wieder da sein. Und wir schauen mal hier durchs Seerohr. Okay, gut. Da werden wir nichts zu sehen bekommen. Ist immer noch so brutal neblig. Ich vermute mal, dass wir wirklich schon sehr nah dran sind. Ja, hier mit bloßem Auge durchs Seerohr ist hier erstmal nichts auszumachen. Ist für uns natürlich gleichzeitig auch gut, weil wir gut getarnt sind. Aber der Horchkontakt ist jetzt komplett weg. Also irgendwas ist hier schon so ein bisschen schräg, oder? Mal alle Maschinen stoppen lassen. Kurz mal die Ohren spitzen. Wo sind die denn hin? Wo ist der Konvoi hin? Scheiße. Ratlosigkeit. Horchraum ist besetzt. Öldorp ist ausgeschlafen. Hat Verstärkung dabei. Die waren ja gerade noch hier ganz in der Nähe. Die werden doch jetzt nicht alle auf einmal gestoppt haben. Und auch wenn wir nur... Ah, okay, da sind sie. Ich wollte gerade sagen, auch wenn wir nur auf Seerohrtiefe sind, sollten wir die ja trotzdem hören. Aus der Distanz. Gut, dann weiter. Große Fahrt voraus. Näher dran. Wir machen uns erstmal ein Bild von der Lage. Okay. Also wir sind jetzt hier schon um die 10 bis 15 Kilometer entfernt. Nochmal eine Meldung. Hier drüben. Der Einzelfahrer ist wieder aufgetaucht. Sehr, sehr merkwürdig, was hier vor sich geht. Also wenn sich einer aus der Gruppe gelöst hätte, das würde ja hier auch in der gesamtgroßen, also in dieser Gruppengröße reflektiert werden. Dann wäre das hier dann halt nur noch 14 bis 33 normalerweise, nach meinem Verständnis. Ganz, ganz merkwürdig. Aber die haben immer noch Ostkurs. Ja, eindeutig. Ja, also habe ich keine Erklärung für dieses Verhalten. Müssen wir mit leben. Okay, drücken wir ein bisschen auf die Tube. Schauen, dass wir uns hier ein bisschen ransaugen. So, Sichtkontakt. Oh, da haben wir schon das erste Kriegsschiff. Wir sind bereits auf Seerohrtiefe. Umschalten auf E-Maschinen, damit wir uns hier nicht verraten. Und ich fürchte allerdings, die haben uns schon entdeckt. Wir sind schon hier... Ach du Scheiße. Kann es sein, dass das jetzt irgendwie ziemlich aufgeklärt hat? Na, wobei... Die haben uns gehört. Schätz mal, die haben uns gehört. Ja, nichtsdestotrotz. Umschalten auf E-Maschinen. Wechseln auf E-Motor. Ja, man kann... Also, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Man kann schon Rauchfahnen erkennen. So, der dreht bereits. Herr Kaloy. Herr Kaloy. Kursberechnung. Wenn ich mich recht entsinne. Kapitän. So, einmal noch umschalten auf blaues Licht. Schnorchel bleibt noch ausgefahren, nur für die Sauerstoffversorgung. Wir haben hier vorne zwei Zaunkönige drin.
Okay, was können wir denn hier eigentlich schon zu dem Konvoi generell sagen? Zwei Kriegsschiffe sind schon sozusagen enttarnt worden. Hier haben wir dicke Pötte. 1, 2, 3. Da ist ein bisschen was Kleineres. Und wahrscheinlich wie üblich mindestens 4 Sicherungsfahrzeuge. Die haben uns auf jeden Fall schon gehört. Ich vermute, dass sie uns einfach gehört haben. Sichtkontakt ist sehr, sehr unwahrscheinlich bei 3,5 Kilometer und so viel Nebel. Ich schätze mal, die haben uns einfach gehört. Was haben wir denn hier? Geräuschsignatur, tralala, Kavitation. Kreiselkompass ist auch noch... Ja gut, wir machen halt Lärm. Was soll ich sagen? Sicht ist halt gleich null. Deswegen können wir auf den keinen Torpedokurs rechnen. Wir brauchen aber zumindest irgendwie so einen Grundkurs, sage ich mal, damit wir den Aal abfeuern können. Weil man kann einfach, meines Wissens, das haben wir schon öfter mal versucht, man kann einfach auch den Zaunkönig nicht abfeuern, wenn wir nicht zumindest irgendwie so einen grundlegenden Kurs haben. Jetzt hoffen wir mal, dass die schnell genug sind, meine Männer. Und dass ich nicht zu doof bin, so wie beim letzten Mal neulich irgendwann, vor nicht allzu langer Zeit. Und mich selber versenke mit dem Zaunkönig. Nein, wird diesmal nicht passieren. Sobald das Ding raus ist, maximal kleine Fahrt, eher alle Maschinen stopp und auf Tiefe gehen. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. So, da tut sich nämlich gleich ein bisschen mehr auf. Ja, aber ich überlege auch gerade. Ich meine, ja, Zerstörer angreifen ist halt immer so eine Sache. Wenn wir einen rausknipsen, haben wir immer noch mindestens 3 weitere an der Backe. Bringt halt nicht so viel. Ich bin eher dazu geneigt, zu versuchen, die abzulenken. Einen Bolt rausdrücken. Den Nebel nutzen und hier dran vorbeizuziehen und dann die Frachter unter Feuer zu nehmen. Ich glaube, das macht wesentlich mehr Sinn. Ja, die sind jetzt auch alle alarmiert. Die drehen jetzt auch alle. Ich glaube, wir lassen die einfach mal näher kommen. Wer hat denn... Herr Weber hat einen Bolt. In der Tasche. Ich weiß gar nicht, wie groß die Dinger ehrlich gesagt waren, aber ich gehe mal davon aus, die passen nicht in eine Hosentasche. Aber das nur nebenbei bemerkt. Was haben wir denn hier sonst noch so? An den Männern. Kaliumabsorber. Ersatzteile. Mhm. Ja, ich finde den Plan ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Täuschkörper raushauen. Tauchen. Mal versuchen hier irgendwo so auszubrechen. Und dann irgendwie seitlich an den Konvoi dran. Mal kurz alle Maschinen stopp. Kriegen wir hier vielleicht noch ein bisschen mehr Horchkontakte hin? Würde gerne wissen, was... Okay, wie der Rest aussieht, wollte ich gerade sagen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5 Kriegsschiffe. Ne, 4, oder? 1, 2, 3, 4. Bislang, aber ich vermute mal, dass hier vorne auch noch einer rumkurvt. Die dicken Pötte in der Mitte, wie üblich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Rest könnte ganz nett sein. Wie machen wir es denn? Oder brechen wir noch unten aus? Ja, das erscheint mir schon gar nicht so doof aktuell, ehrlich gesagt. Okay, wir tauchen schon mal. Wir gehen schon mal auf 30 Meter. Schnorchel einfahren. Und dann hätte ich auch ganz gerne ein bisschen mehr Ruhe im Boot. Kurs ist gerade so ein bisschen problematisch. Aber gut, wir müssen jetzt einfach mal kurz auf den Kreiselkompass verzichten. Bringen wir schon mal ein bisschen Ruhe ins Boot. Lassen den vielleicht noch ein bisschen näher dran kommen. Beide Maschinen langsame Fahrt voraus. Keine weiteren Horchkontakte dazugekommen. Zerstörer. Vermuteter Zerstörer. Ich schätze, dass es ein Zerstörer ist. Ist bislang noch unbekannt. Oh ja. Oh, sieht aber geil aus hier im Nebel. Oh, sehr, sehr schick. Okay, nicht zu sehr ablecken lassen. Herr Weber. Moment mal. Hatte ich nicht befohlen, auf Tiefe zu gehen? Offenbar nicht, verdammt. Auf 40 Meter gehen. Posten verlassen. Täuschkörper muss raus. Ja, der ein oder andere wird sich wahrscheinlich... Hätte sich wahrscheinlich durchaus einen Angriff auf den Zerstörer gewünscht, aber wie gesagt... Einen wären wir schon los. Und dann haben wir immer noch mindestens 4 weitere. Vermute ich mal. Also mindestens 3, eher 4 bis 5. So, wo stehen wir denn? Würden noch ein bisschen näher kommen lassen. Täuschkörper raus. Auf 80 Meter gehen.
Beide Maschinen äußerste Kraft voraus. Timing ist, glaube ich, ganz okay. 50. Man kann jetzt auch schon, wenn man ganz genau hinhört, die Schrauben des Zerstörers vernehmen. Ja, ein bisschen ungünstig halt die Gesamtsituation, dass sie uns direkt entdeckt haben. 60. Aber gut. Muss ich auf meine Kappe nehmen. Meine Verantwortung. Leben in der Lage. Wegen sowas braucht man jetzt auch nicht irgendwie neu laden. Na? 80. Kommt was? Den brauche ich aktuell noch an den E-Maschinen. Er geht ans Tiefenruder. Was machen die anderen Offiziere? Der Alte ist am Kartentisch. Weber gönnen wir so lange eine Pause. Horchposten ist besetzt. Okay. Blick auf die Karte. Bisschen schneller laufen lassen, das Ganze. Sieht ganz gut aus. Frage Sauerstoff. 89%, alles gut. Die haben auf jeden Fall angebissen. Ich glaube, so viel kann man sagen. Da kommt jetzt auch noch ein Zerstörer angefahren. Oder, ja, ihr könnt auch von der Größe her eher eine Korvette, würde ich sagen. Ich glaube, ja, sie haben, ja, scheiße, zu viel Lärm gemacht. Okay, Kurswechsel. Und nochmal ein Bolt. Wir haben es ja. Übrigens teilweise, ich lese ja das ein oder andere Büchlein. Teilweise haben die richtig viele von den Dingern rausgehauen, ne? Nicht immer nur einen hier und nochmal einen da, sondern 5, 6, 7 Stück. War wohl nicht ungewöhnlich. So, machen wir hier nochmal ein bisschen Radau. Hier ist der andere Täuschkörper. Wasserbomben. Wasserbomben. Halbe Fahrt, kleine Fahrt voraus. Jetzt muss man hier mal ein bisschen Ruhe reinbringen. Wasserbomben. Alle Maschinen stopp. Wir warten. Wir stoppen jetzt mal. Das ist mir alles ein bisschen zu heikel. Wir gehen noch ein bisschen tiefer. Schauen mal, was die Wasserbomben so machen. Wasserbomben. Herr Kaloy. Wasserbomben. Oh, ich glaube, ich lasse Wasserbomben schneller laufen. Nee. Ist gut. Wir müssen das hier mal abschätzen. Ja, ich denke, die behaken den Täuschkörper. 100. Sichtbarkeit 11% haben wir hier. Also Ortungswahrscheinlichkeit ist das ja, glaube ich. Sinkt wieder. Sehr gut. Frage Sauerstoff. 59. Luftqualität. Ist wieder ein bisschen gesunken. Könnte klappen. Ja, wir müssen einfach zusehen, dass hier ein bisschen Gras über die Sache wächst. Ja, die sind mir zu nah dran. Was machen sie? Suchen die noch? Wasserbomben. Ja, definitiv. Tiefer auf 150 Meter gehen. 110. 130. Wie tief haben wir sie eigentlich? Oh, sehr tief. Sehr, sehr tief. Also nach unten haben wir noch ein bisschen Luft. Da ist noch Luft nach unten. Ah, jetzt zieht sich die Schlinge hier aber schon unangenehm zu. Jetzt kommt gleich eine Wasserbombenserie. Seht ihr, der überläuft uns jetzt hier ganz genau. Können wir uns das anschauen? Ach, sieht das gut aus. Es ist nicht ganz angebracht, aber es sieht echt verdammt gut aus, ne? Ein paar Bildchen machen. Recht viel machen können wir sowieso nicht.
Außer hoffen und beten und bangen. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Keine Wasserbomben? Ich weiß auch bis heute nicht, ehrlich gesagt, ob diese Wurfanlage wirklich animiert ist. Also man sieht schon, wenn sie quasi ins Wasser eintauchen. Aber ich glaube, man sieht nicht, wie die Dinger abgeworfen werden. Es kam auch noch keine Meldung. Ich glaube, sie haben tatsächlich nichts geworfen. Ja, das könnte noch spannend werden hier mit dem Konvoi. Bisschen mehr Gewusel dürfte noch an Deck sein, ne? Besatzung würde ich gerne noch mehr sehen. Die ganzen Kanonen bemannt. Die Schiffe an sich, finde ich, sehen schon echt gut aus. Und sind nett gemacht. Okay. Wie sieht's aus? Hat uns soeben überlaufen, hat nichts abgeworfen. Sauerstoff. Problematisch. Ja. Karrt euch nur gegenseitig über den Haufen hier vorne. Da haben wir so ein bisschen Rudelbildung. Aber das mit den Wolfsrudeln geht ein bisschen anders, Kameraden. Schlechte Kopie. Okay, schlechter Scherz. Ich gebe es ja zu. Können wir es uns erlauben? Kleine Fahrt voraus. Schneller. Der rammt den. Ja, zumindest auf der Karte sah es so aus. Vielleicht haben wir nur zu dem anderen... Ja, doch, wir haben gleich Kontakte. Wir müssten das eigentlich sehen können. Ja, bitte kart euch gegenseitig über den Haufen. Nichts dagegen einzuwenden. Na? Sah gerade verdächtig danach aus. Ja, aber eher Wunschdenken. Aber ich glaube, sie haben aufgegeben. Die drehen ab. Wir können schon mal wieder ein bisschen höher gehen. 30 Meter. Dann lassen wir mal ein bisschen Luft rein. Hoffen, dass die sich hier beruhigen. Eisenegger kann auch eine Pause bekommen aktuell. Brauche ich den nicht an den E-Maschinen? Horchraum einmal durchtauschen. Okay, sieht gut aus. Wir laufen in diese Richtung ab. Warten noch einen kleinen Moment. Okay, die haben keine Ahnung, wo wir sind. Sehr gut. Frage Entfernung. 2,8. Schauen wir uns nochmal die Verhältnisse an. Okay. Auf Seerohrtiefe gehen. Weber ist ausgeschlafen. Der darf dann gleich ans Periskop gehen. Und dann denke ich, können wir es uns schon erlauben, den Schnorchel auszufahren. Ich muss nur dran denken, E-Maschinen bleiben bevorzugt. Jetzt nicht zu viel Radau machen. Schnorchel ausfahren für die Sauerstoffversorgung. Ah, das sieht gut aus. Großer Vorteil vom Nebel. So, Konvoi hat sich ziemlich aufgeteilt, muss man sagen. Da haben wir jetzt quasi offiziell zwei Gruppen. Ja, Mann, jetzt ein zweites Boot auf der Seite hier stehen zu haben, das wäre halt eine gemähte Wiese. Gut, aber die werden wieder Formation einnehmen, ne? Keine Frage. Das ist nur die Frage, ist es jetzt ratsam, von der Seite dran zu gehen oder quasi von der unteren Seite? Das wäre mal so eine generelle Entscheidung, die ich treffen müsste. Naja gut, in jedem Fall würde ich sagen, ich sehe mal zu, dass wir hier ein bisschen Abstand reinbekommen.
Irgendwo hier drüben ist auch noch diese andere Peilung, ne? Würde mich auch brennend interessieren, aber da jetzt rüber schippern, dann verlieren wir den Konvoi. Was wäre denn ungefähr ein Abstand, den man einhalten sollte? Naja, vielleicht ungefähr, dass wir entlang, dass quasi unsere Überhollinie wird, wenn man so will. Dass wir hier mal hinschippern, weiter auf Seerohrtiefe bleiben und dann hier mit Dieselmaschinen mal dran vorbeiziehen, dass wir irgendwie nach vorne dran kommen. So, ist natürlich immer noch nicht ausgestanden hier. 4 Kilometer. Mal noch nicht zu viel Radau machen, solange wir sie noch in unserer Horchpeilung haben. Alle auf einem Haufen aktuell, ne? Okay, wir lassen die hier quasi mal rausschlüpfen aus unserer Horchreichweite. Gehen langsam mit der Fahrt hoch. Erstmal nur langsame Fahrt voraus. Wir bleiben auf den E-Maschinen. Hoffen, dass die das nicht mitbekommen. Sieht aber ganz gut aus. Ich denke, das dürfte passen. Beide Maschinen große. Ja, der Konvoi hat sich da aber doch irgendwie aufgetrennt. Ich würde fast ein bisschen umdisponieren. Dass wir eher unterhalb überholen. Ungefähr, was haben wir denn hier so? Dass wir schauen, dass wir auf diese Linie ungefähr kommen. Wäre jetzt mal so mein grober Plan. Aber ich meine, die werden schon wieder irgendwie in Formation gehen, nehme ich mal an, ne? Wir machen noch ein bisschen mit den E-Maschinen weiter. Ungefähr hier in dem Bereich dürften die Kriegsschiffe stehen. So, aber sagt das Personal? Der Alte braucht auf jeden Fall eine Pause. Ruhepause für den Kommandanten. Horchposten. Öldorp. Ab ans Akustikgerät. Zeit für eine Pause. So, da haben wir jetzt wieder eins der Kriegsschiffe. Macht aber keine Anstalten. Ich denke, wir sind aber weit genug entfernt. Dann setzen wir mal den Kurs so. Und wenn die wieder, wenn wir hier ein bisschen mehr Distanz haben, dann gehen wir wieder auf die, werden wir umkuppeln auf die Dieselmaschinen. So. Horchkontakte zu den Kriegsschiffen verloren. Machen wir den Winkel hier ein bisschen spitzer. Schnorchel ist ausgefahren. Umschalten auf Dieselmaschinen. Geben wir ein bisschen Gas. So, okay. Einmal ganz kurz. Wen nehmen wir denn? Er hat sich gerade pennen gelegt. Eisenegger. Du darfst einmal an die Dieselmotoren. Beide Maschinen machen große Fahrt voraus. Geschwindigkeit 10 Knoten. Kursgenauigkeit sinkt schon wieder. Weber darf mal an den Kartentisch. Der Alte hat sich bereits wieder ausgeruht. Seerohr brauche ich jetzt aktuell nicht. Da reicht mir eigentlich das Horchgerät. Wir schauen aber noch mal, wie die Verhältnisse draußen sind. Unverändert. Immer noch extrem neblig. Okay, dann schauen wir mal, dass wir hier auf unsere Linie kommen. Der scheint sich wirklich aufgeteilt zu haben, der Konvoi. Weil das hier sind definitiv nicht die Kriegsschiffe. Das sind... Kann das sein, dass die Frachter hier gerade ungeschützt durch die Gegend schippern? 2 bis 4, dann sind das wahrscheinlich die Kriegsschiffe, die sich jetzt hier wieder eingereiht haben. Und was ist dann hier drüben los, frage ich mich. Das wäre jetzt aber hochinteressant zu erfahren. Aber wir bleiben mal beim ursprünglichen Plan. Wir schauen mal, dass wir hier auf die Seite kommen. Irgendwie haben die komplett ihre Formation auseinandergenommen. Oder sie haben sich tatsächlich... Also was ja generell, was den Generalkurs angeht, ne, das ist ja schon merkwürdig. Hier war die erste Meldung, dann sind sie hier runtergeschippert, haben dann gedreht und hier teilen sie sich jetzt auf. Also es ist schon ein merkwürdiges Verhalten, was die hier an den Tag legen. Aber okay, so ist glaube ich schon mal gar nicht so schlecht. So können wir auf jeden Fall
dran vorbeiziehen und dann hoffentlich da vorne mal ein paar Frachter aufs Korn nehmen. So, dann haben wir hier gerade so die Hydrophonreichweite. Das sieht, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Aha, das wäre schon mal ein Frachter. So, jetzt hätte ich aber tatsächlich ganz gerne auch jemanden am Periskop. Auch wenn die Sichtweite minimal ist. Wir ändern unseren Kurs nochmal so ein bisschen. Scheiße. Ausgerechnet da ist natürlich ein Kriegsschiff. Gut, dann noch mehr Abstand. Ich will mich halt einfach vor den Geleitzug setzen. Was hätten wir hier so für eine Reichweite? Für eine Distanz? Reicht mir nicht. Reicht mir nicht. Ich will jetzt nicht nochmal entdeckt werden. Schauen wir, dass wir hier so irgendwie dran vorbeiballern. Und zwar mit äußerster Kraft voraus. Ah, langsam, langsam, langsam. Kann das sein, dass die uns schon wieder entdeckt haben? Scheiße, Leute. Okay, gut. Aber die Zeit macht mir jetzt auch so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Wir müssen es für heute beenden und sehen mal zu, dass wir morgen an den Konvoi drankommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es dürfte noch ein bisschen spannend bleiben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.